Und also ich glaube von oben. Ich will jetzt mal. Das wird jetzt ein bisschen schwer, was ich vorhab. Jetzt muss ich mir erstmal ein gutes Tribal raussuchen. Ich glaube, da passt das eventuell ganz gut. So. Naja, nee. Also das passt doch nicht. Muss ich halt ein bisschen. Also ein passendes Tribal gibt es eigentlich nicht. Was ist denn das hier? Wie gesagt, ein schönes Auto wird es so oder so nicht. Das ist, das bleibt so ein bisschen. Tja, ich sag mal. Wie sagt man so schön? Sehr seltsam. Ich habe aber eine Idee, wo ich vielleicht noch ein bisschen Style rausholen kann. Jetzt brauche ich einen coolen Tag. Den mache ich jetzt so. Und der wird komplett rot. Ich weiß, ich mache viel in Rot. Nee, wobei, ich mache den mal jetzt nicht in Rot. Zu diesem passt auch ein schönes giftiges Grün. Ganz hell. So. Und. Okay, verschwindet. Nee, das mache ich auch transparent komplett. So. Ich klopf den. Er muss noch größer. So. Nicht ganz so groß. So, das ist das Speed. Jo, genau so. Nee, noch größer. Oh. Unter so einer Art habe ich das ja geplant. Nee, das muss nicht ganz so groß. Ich muss mal gucken. So. Jetzt passt auf, jetzt kommt mein sozusagen mein Meisterplan. Das wird jetzt extrem schwierig. Wobei so schwierig wird das, glaube ich, gar nicht. Glätte hatte ich ganz wahr. So, das ist halt jetzt ein bisschen Fummelarbeit. Jetzt musst du halt diesen Farbton finden. Nee, der ist noch dunkler. Ich muss mal jetzt ganz genau hingucken. So, das ist der Farbton. Das ist genau der Farbton. Und jetzt muss man das genau so anpassen. Dass das. Boah, das ist ja gar nicht so leicht, sag ich euch. Ich muss mal ganz kurz gucken. Boah, das S ist. Oh, ja. Also rein theoretisch müsste das. Nee. Nee, da ist irgendwas falsch.
vor. Eigentlich müsste das so kommen und ein bisschen. Yeah. Eigentlich kommt es so. Ein bisschen hier noch runter. Genau so. Tag. So, das hat ein bisschen Style, Alter. Wenigstens das war. Ein schräger Tag übers Auto. Okay, und mehr will ich jetzt hier eigentlich auch nicht machen. Änderung speichern. Ja. So, jetzt dürft ihr mein nächstes Meisterwerk bewundern. Okay, er sieht jetzt nicht übertrieben cool aus. Ich könnte natürlich jetzt die Felgen auch noch grün machen. Aber ich glaube, man muss jetzt hier nicht übertreiben. Erstmal will ich jetzt eine Runde hier fahren. Weil ich finde, die Felgen, die passen natürlich auch irgendwie. Bei grün auch nicht schlecht wäre. Ich überlege noch, ob ich vielleicht doch noch die Felgen grün mache. Also fürs letzte Rennen. Grüne Felgen. Wäre ja was, wa? Ja. Also der Sound hat sich jetzt nicht viel verändert. Finde ich. Ich finde sogar, der ist ein bisschen schlechter geworden. Aber jetzt kommt er in den Drifts ein bisschen besser. Was macht denn er hier? Bremsen sind jetzt nicht dolle. Gleich rennen fahren. Gleich rennen fahren. Gleich rennen fahren. So. Also es ist definitiv nicht das schönste Auto im Spiel. Bin ich mal ehrlich, wa? Aber ich habe das Beste eigentlich draus gemacht. Der lässt sich auch nicht so cool fahren. Der ist sehr schwammig. Was ist denn hier los, Alter, mit dem Ding? Aber er driftet jetzt wenigstens ein bisschen besser. Ja, also man kann mitfahren, das, wenn man drin ist, in dem geht das. Man kann, also der mit 500 PS ist ausreichend. Ich glaube, damit kannst du sogar das ein oder andere schwere Rennen gewinnen. Oh. Weil der ist schon ganz zügig. Aber die anderen kommen ja nicht so hinterher. Tja. Aber ich muss auch sagen, das ist neben den Honda Civic, Quatsch, Entschuldigung, neben den Honda NSX das schlechteste Auto, was ich hier gefahren bin in dem Spiel. Also die anderen waren schon alle besser. Die anderen haben sich alle besser fahren lassen. Sahen besser aus. Aber was natürlich positiv ist bei dem Auto, du kannst halt den sehr individuell gestalten. Dafür gibt's, habt ihr gesehen,
mehrere Frontschürzen, mehrere Heckschürzen, mehrere Kotflügel. Da kannst du wirklich mal ein bisschen rumexperimentieren. Das kannst du ja bei den anderen Autos nicht, da gibt es eins, wenn überhaupt, weißt du, oder vielleicht auch, wenn es hochkommt, zwei, aber die Auswahl an Tuningteilen ist hier bis jetzt am größten. Mir haben sie zwar alle nicht so zugesagt, alle Teile waren nicht die schönsten, aber das ist ja im Endeffekt egal, das ist Geschmackssache. Ich habe für mich das Passendste genommen. Das sieht jetzt nicht übertrieben aus, ein bisschen sportlich und ja. Aber ein Tipp an die Entwickler, Alter, macht mal ein paar mehr Spoiler. Ein paar Heckspoiler. Was ist denn los mit euch, Alter? Das sind drei Spoiler oder was? Leute, Leute. Ich weiß noch, bei Underground und Underground 2, da hatte ich die Auswahl zwischen so vielen, Alter, zwischen Carbon-Spoiler, Alter, lackierte Spoiler, alles. Und da war alles bei. Und hier gibt es halt drei Spoiler aus Carbon und manchmal noch einen ganz normalen Heckspoiler. So, jetzt wollten wir ja die Leistung hier noch ein bisschen steigern. Die Kupplung machen wir jetzt erstmal hoch. Oh, jetzt ist er schon schnell. Guck mal, von 0 auf 100. Alter. Da wird wohl gar nicht mehr so viel passieren. Okay, haben wir nur noch die Motoraufladung. So, er kommt auf 855 PS ungefähr. 2,16 und 9,10. Ja, da bleibt das auch. Nehme ich auch, da wird nicht rumdiskutiert. Ja, an sich sonst hat er alles. Ja. So, ich kann das irgendwie nicht ertragen. Ich muss Felgen, Farbe. Ich will das passend haben, wenigstens. So ist das schon. Mach die mal noch ein bisschen. Ne, nicht ganz so. So passt das. An allen. Passt besser. Ja. Fürs letzte große Rennen kann man auch mal hier in die Folgen gehen. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Also, wer meine Videos gesehen hat bis jetzt, der weiß auch, welches das letzte Rennen ist, was ich jetzt auch mit dem hier fahre. Das werde ich jetzt auch immer wieder beibehalten, weil mir das sehr gut gefällt. Ja, dann fahre ich da jetzt halt zum Rennen und im nächsten Video wird es dann das große Finalrennen mit den Toyota Sprinter geben. Ja, ich würde schon mal sagen, ich freue mich, dass ihr hier zuschaut, meine Videos guckt und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder.